Biden und Xi sprachen fast 2 Stunden lang miteinander. Nach Angaben des Weißen Hauses warnte Biden China davor, Russland bei seinen Angriffen zu unterstützen. Außerdem habe er seine Sorge darüber geäußert, dass Peking russische Falschinformationen weiter verbreitet habe. Xi forderte die NATO auf, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen und die Konflikte zu lösen, die dem Krieg zugrunde lägen. Im Viertelfinale der Fußball-Champions League trifft Bayern München auf den spanischen Club Villarreal. Das ergab die Auslosung heute in Nyon. Im Viertelfinale der Europa League spielt Frankfurt gegen Barcelona und Leipzig trifft auf Atalanta Bergamo aus Italien. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat erstmals ihre neue Rakete für das Mondprogramm Artemis aus der Werkstatt zur Startrampe in Cape Canaveral gerollt. Jetzt stehen zunächst eine Reihe von Tests an. Verlaufen diese erfolgreich, soll die Rakete im Mai mit der Raumkapsel Orion zu einem unbemannten Flug um den Mond herum aufbrechen. Frühestens 2025 könnten dann wieder Astronauten auf dem Erdtrabanten landen.